Kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mit diesen Worten, dem Spruch zum ersten Advent, möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Wir sind auch in diesem Jahr oder nochmal in diesem Jahr zu einem Online-Gottesdienst zusammen. Für alle, die wollen, findet aber auch am kommenden Sonntag in Jokita ein Familiengottesdienst statt als Präsenzgottesdienst. Und in Limbach ein Gottesdienst mit einer Konfirmation einer Erwachsenen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Als erstes Lied am ersten Advent singen wir traditionell das Lied aus den grünen Gesangbüchern unter der Nummer 17. Wir sagen euch an den lieben Advent. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Thank you.
Der Herr sei mit euch, lasst uns beten. Du wunderbarer Gott, du kommst zu uns in Jesus Christus, deinem Sohn, ohne Gewalt und doch stärker als alle Macht der Welt, dass alle Menschen die Ankunft deines Heilandes wahrnehmen, damit unsere Nacht erhellt werde durch sein Licht, durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir, Vater, und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört nun, was bei Matthäus im 21. Kapitel über den Einzug Jesu in Jerusalem geschrieben steht. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legte ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm vorausging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Evangelium von Jesus Christus. Halleluja! Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Halleluja! Der Glauben, den wir nun als Antwort auf das eben gehörte Evangelium bekennen wollen, verbindet uns mit der Christenheit der ganzen Erde. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Der Predigttext für den ersten Advent in diesem Jahr steht bei Jeremia im 23. Kapitel, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel soll sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird: so wahr der Herr lebt, der Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Lassen Sie in der Stille um den Segen des Wortes beten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, es gab in Israel einen König, der hatte den Namen der Herr meine Gerechtigkeit, Zedekia auf Hebräisch. Eigentlich hieß er Matanja, zu Deutsch Geschenk Gottes. Aber der König Nebukadnezar, der seinen Neffen, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich König in Juda war, der entmachtete denselben und setzte Matanja, den er zugleich Zedekia nannte, auf den Thron. Dieser Zedekia, der fiel dann später aber Nebukadnezar in den Rücken. Und ein mächtiger Mann wie Nebukadnezar, der lässt sich so etwas natürlich nicht gefallen. Er wurde grausam bestraft, geblendet und dann ermordet. Ja, dieser König, er war kein König der Gerechtigkeit. Ja, das Schicksal, das gönnen wir ihm trotzdem natürlich nicht. Aber nicht nur der Abfall von Nebukadnezar wird ihm in der Heiligen Schrift angekreidet, sondern auch der Abfall von Gott, dem Herrn. So hat er, so gibt es jedenfalls Jeremia an, Kinderopfer auf einem Feld in der Nähe Jerusalems zugelassen oder vielleicht sogar mit betrieben und schlimme Dinge zugelassen oder mitverantwortet. Dieser Nachkomme des Hauses Israel, Zedekia, das war natürlich nicht der Herrscher, dessen Tage Jeremia ankündigt. Siehe, es kommt die Zeit, so haben wir es ja von Jeremia gehört. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt, dann steht da: Tage werden kommen, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Ja, viele Nachkommen Davids haben in Israel und dann auch in Juda geherrscht. Aber dieser gerechte Spross, der war nicht darunter. Selbst die besten, Josia wird in den Geschichtsbüchern
der Heiligen Schrift sehr positiv bewertet. Aber selbst die Besten waren keine absolut gerechten Leute. Keine, von denen man hätte sagen können, sie haben Gerechtigkeit und Recht geübt, von vorne bis hinten. Wir als Christen glauben und vertrauen darauf, dass derjenige, der allein den Namen der Herr unsere Gerechtigkeit verdient hat, Jesus Christus ist. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob jemand der Herr meine Gerechtigkeit genannt wird, was eine gewisse Ich-Bezogenheit ausdrückt, oder, Sie haben den kleinen Unterschied vielleicht bemerkt, der Herr unsere Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit, die Jesus geübt und gebracht hat, sie betrifft nicht nur ihn selbst. Er will nicht nur sein Recht durchsetzen, sondern es ist eine Gerechtigkeit, die auch uns gerecht macht. Wie werden wir Gott, dem Herrn, gerecht? Wie werden wir, wenn man es etwas anders ausdrückt, der Gerechtigkeit gerecht? Aus eigener Kraft schaffen wir das gewiss nicht. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir auf einen Weg genommen, der uns Stück für Stück gerecht macht und der uns auch immer wieder Vergebung bereithält und Vergebung ermöglicht. Diese Gerechtigkeit, sie ist nicht nur auf eine Person bezogen. Sie ist auch nicht nur auf das Volk Israel bezogen, sondern auf alle Menschen, die sich entscheiden, Jesus, dem Herrn, nachzufolgen und in ihm ihre Gerechtigkeit und Vergebung zu suchen. Diese Gerechtigkeit, sie will nicht immer nur bestrafen und sich rächen, sondern sie enthält ganz viel Vergebung. Aber sie mutet uns auch zu, dass wir auch vergebungsbereit gemacht werden sollen. Liebe Gemeinde, wir wollen unsere Herzen öffnen für den Herrn, der diese Gerechtigkeit bringt, für Jesus Christus. Wir wollen diese Bitte an Gott mit dem Lied, das wir gleich singen werden, gemeinsam richten und aussprechen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Am ersten Advent darf natürlich das Lied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit« von Georg Weisel, 1642 gedichtet, nicht fehlen. Sie finden es unter der Nummer 1 in Ihren Gesangbüchern und ich lese Ihnen die 5. Strophe vor. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unsere Welt gekommen bist und dass du auch heute noch zu uns kommen willst. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen für deine Nähe und für dein Kommen. Mach uns bereit, dass wir dir entgegengehen und zuerst nach deinem Reich trachten. Wir bitten dich für die Mächtigen dieser Welt. Bewahre sie vor Machtmissbrauch und vor Korruption und dass sie dich als Vorbild nehmen. Wir bitten dich für die Ohnmächtigen dieser Welt. Halte deine schützende und segnende Hand über sie. Und wir danken dir, dass du nicht nur bei den Starken bist, sondern dass du auch dann bei uns bist, wenn wir uns schwach und ohnmächtig fühlen. Wir bitten dich, wenn es sein darf nach deinem Willen, dann nimm diese Krankheit bald von uns. Gebiete ihr Einhalt. Wir danken dir für alle Ärzte, Schwestern und Pfleger und bitten dich, dass du sie und uns alle behütest und segnest. Wir beten weiter, wie du, Herr Jesus, es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von dem Schlusslied, das Sie unter der Nummer 4 in den grünen Gesangbüchern finden, werden wir gleich 3 Strophen hören. Ich würde mir wünschen, dass Sie die Strophen 1, 4 und 5 singen. Nun komm der Heidenheiland, der Jungfrauenkind erkannt, dass sich Wunder alle Welt, Gott solch Geburt ihm bestellt. Dein Krippen glänzt hell und klar, die Nacht gibt ein neu Licht dar. Dunkel muss nicht kommen drein, der Glaub bleibt immer im Schein. Lob sei Gott dem Vater getan, Lob sei Gott seinem eigenen Sohn, Lob sei Gott dem Heiligen Geist, immer und in Ewigkeit. Thank you.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Thank you.